152 Schreine in Zelda Tears of the Kingdom sind doch eine ungewöhnliche, ziemlich willkürlich erscheinende Zahl, oder? Warum macht man es nicht einfach wie bei Pokémon? Schön 150 Pokémon und gut ist. Ja, ich weiß, Mew existiert auch, aber ganz zu Anfang in meiner Kindheit mit Rot und Blau, da war Mew echt noch ein Geheimnis und war nicht mal eben durch einen Code zu bekommen. Offiziell hatten wir die 150. Ja, aber jetzt genug Pokémon, wir wollen ja heute ausnahmsweise mal Zelda in den Fokus nehmen. Heute werdet ihr nämlich erfahren, welcher Sinn hinter dieser Zahl steckt und wieso die Entwickler genau diese gewählt haben. Als Bonus erfahrt ihr übrigens noch die Bedeutung der Zahl von den Schreinen aus BOTW. Außerdem wird es spannend sein, wie sich diese verändert, wenn wir dann den DLC zu TOTK bekommen. In meinem vorherigen Video habe ich ja die Beziehung und die Bedeutung und das Handeln der Sonau als auch Hyrule beleuchtet und wie sie miteinander verbunden sind. Ich würde euch auf jeden Fall ins Herz legen, am Ende des Videos einfach mal nochmal da reinzuschauen, um eben diverse Details zu bekommen. Für uns liegt der Fokus jedoch auf dem Aspekt der Schreine. Wir wissen, dass die Schreine erbaut wurden, um das Böse zu bannen und im Licht zu reinigen. Daher lässt sich daraus schließen, dass Hyrule einst von zahlreichen Monstern belagert war. Sonja als auch Rauru kämpften gegen diese und verbannten sie in die Schreine, um Frieden zu bringen und dazu beizutragen, dass die Völker einander vertrauten. Dieser Punkt ist unverzichtbar und von Bedeutung für die nachfolgende Erklärung der 152 Schreine auf der Karte. Oftmals betone ich, dass Details niemals grundlos gewählt werden, etwa mein Profilbild oder mein Name. Jedes Detail ist von Wichtigkeit. Doch wir sprechen jetzt mal von den Spielentwicklern, die nichts ohne Grund in ein Spiel einfügen. In der Mathematik gibt es den Begriff Zwischensumme oder Zwischenaddition, bei dem die Ziffern einer Zahl miteinander addiert werden. Wenn wir also die Zahl 152 haben und die Ziffern 1 plus 5 plus 2 addieren, erhalten wir die Zahl 8. Für einige mag dies immer noch zufällig oder ohne Zusammenhang wirken, doch man muss verstehen, dass Zahlen in bestimmten Kulturen und Kreisen weitreichendere Bedeutung haben, als man denkt. Denken wir doch nur mal an die Zahl 13. Die als Unglückszahl gilt, oder wie ich in einem meiner vorherigen Videos in der Marioi-Theorie erklärte, warum die Zahl 4 im Japanischen als Unglückszahl angesehen wird. In der japanischen Kultur hat die Zahl 4 eine besondere Bedeutung, da sie phonetisch ähnlich dem Wort Shi für Tod ist. Dies führt zu einer negativen Konnotation, da die Zahl 4 oft mit Unglück, Tod und düsteren Ereignissen in Verbindung gebracht wird. Aus diesem Grund wird die Zahl 4 in vielen verschiedenen japanischen Kulturelementen gemieden, wie beispielsweise in Krankenhäusern, Hotelaufzügen oder auch bei Geschenken. So ein Phänomen wird übrigens auch als Tetraphobie benannt und spiegelt die kulturelle Sensibilität gegenüber Zahlen und ihrem Klang in der japanischen Gesellschaft wider. Da habt ihr doch bestimmt schon was gelernt, aber was bedeutet jetzt die Zahl 8? Und welchen Symbolismus trägt sie? Hier ist eine äußerst fesselnde Erklärung, die perfekt zur Zelda-Franchise passt. Die Zahl 8 trägt nämlich in der Numerologie und in verschiedenen Kulturen eine bemerkenswerte Bedeutung und ist mit vielfältigen Symbolismen verwoben. So wird sie oft als Sinnbild für Unendlichkeit und Ewigkeit betrachtet, da sie sich in einer kontinuierlichen Schleife ohne Anfang und Ende windet. In dieser Form verkörpert sie auch in Vorstellung der Ewigkeit Dinge in einem fortlaufenden Kreislauf. Das ist eine perfekte Darstellung vom Zelda-Konzept, ein Held, eine Prinzessin, das Böse, welches ständig wiederkehrt und in einem fortlaufenden unendlichen Kreislauf existiert. Die Form der Zahl 8 symbolisiert oft Ausgeglichenheit und Harmonie. Die zwei Rundungen auf der Zahl repräsentieren Gegensätze, die letztendlich in einer harmonischen Einheit zusammenkommen. Auch dies könnte auf die Ehelichung und Beziehung zwischen Sonai und Hyrule hindeuten, denn beide zusammen haben für Frieden im gesamten Land gesorgt. Vergessen wir nicht, dass die Bilder an der Wand unterhalb des Schlosses Rauru und Sonja zeigen, wie sie quasi auch ihre Hände so miteinander verbunden haben, dass sie einen Kreislauf darstellen. Aber das ist nicht alles, die Zahl 8 kann außerdem als Zeichen für Veränderung und Neuanfang interpretiert werden, da sie den Übergang von einer Phase zur nächsten symbolisiert. Auch hier ist der historische Aspekt wichtig, denn wir haben eine Veränderung von einer Zeit mit Monstern in eine Zeit wechselte mit Frieden, in der alle Völker miteinander verbunden waren. Wie ihr sehen könnt, haben Zahlen eine unfassbare Bedeutung und Entwickler sind nicht selten darauf aus, solche Anspielungen zu verstecken. Interessant wird, welche Zahl mit dem DLC entstehen wird, aber hier endet das Video übrigens noch nicht. Ich hatte euch als Bonus versprochen, dass wir sogar noch einmal in das gute alte BOTW reinschauen werden. Dort haben wir ohne den DLC ganze 120 Schreine, mit DLC weitere 16 und kommen auf 136 Schreine. Und auch hier fragte man sich damals, warum eigentlich 136 und nicht einfach 140? Aber die Fragen werden jetzt endlich eine Antwort bekommen. Gleiches Spiel wie vorhin, wir addieren die verschiedenen Zahlen. 120 ist ziemlich knifflig, aber 1 plus 2 plus 0 ergibt dann tatsächlich die 3.
Als Zelda-Fan wird hier schon deutlich, welche Bedeutung die drei eigentlich haben kann. Wir haben die drei immer gleich wiederkehrenden Hauptprotagonisten. Den Helden, die Prinzessin und das Böse. Wir haben das Triforce, bestehend aus drei Teilen und so weiter. Die Zahl 3 hat aber auch in der realen Welt natürlich eine Bedeutung. Die Zahl 3 hat in vielen Kulturen und Symboliken eine tiefere Bedeutung. Sie wird zum Beispiel oft in Konzepten mit Vollständigkeit, Einheit, Ganzheit und spiritueller Bedeutung in Verbindung gebracht. In vielen Religionen gibt es Dreifaltigkeiten oder Dreieinigkeiten, die wichtige spirituelle Prinzipien darstellen. In der Mythologie kann die Zahl 3 auch für verschiedene Aspekte stehen, wie zum Beispiel Geburt, Leben und Tod oder Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wie ihr sehen könnt, die Zahl spiegelt perfekt den Hauptkern der Zelda-Franchise wider. Außerdem ist dies auch eine große Thematik in BOTW. Dort dreht es sich stark darum, dass Zelda ihre Kräfte nicht erweckt hat und dadurch alles ins Chaos versunken ist. Erst gegen Ende schafft sie es, diese Kraft zu erwecken. Diese wird im Symbol des Triforces dargestellt. Auch Link schafft es nach 120 Schreien endlich wieder an alter Kraft zu gewinnen, um sich dann der Verheerung zu stellen. Auch wenn wir wissen, dass die Verheerung natürlich aus spielerischer Sicht absolut ein Scherz war. Und nun kommen wir zur DLC-Zahl aus BOTW, die 136. Zusammengenommen erhalten wir die 10. So steht die Zahl 10 zum Beispiel für Vollständigkeit und Perfektion. Diese Verknüpfung könnte darauf hindeuten, dass etwas in seiner vollen Form oder seinem vollständigen Potenzial existiert. Außerdem verweist sie auch auf ein zyklisches Konzept, da sie häufig als das Ende eines Zyklus und der Beginn eines neuen Zyklus betrachtet wird. Dies kann man mit dem Abschluss eines Jahrzehnts, einer Ära oder einem Zyklus des Wachstums und der Wiedergeburt in Verbindung stehen. Mit dem Beenden des DLC beenden wir auch zeitgleich für uns BOTW, denn hier wurde nun das ultimative Ziel erreicht. Die Verheerung ist besiegt, 136 Schreine und der geheime Boss wurden gemeistert. Wenn wir jetzt andere Konstellationen hätten, wie beispielsweise 130, dann hätten wir zum Beispiel die Zahl 4, 1 plus 3.0. Und nach mittlerweile 2 Videos wisst ihr, dass die Zahl 4 Shi im Japanischen für den Tod steht und oft vermieden wird. Deswegen haben ja auch Hotels oft kein viertes Stockwerk. Der Tod als abschließende DLC-Zahl wäre also unpraktisch gewählt, aber diese Zahlen und Bedeutung zeigen, dass die Zahlen eben nicht willkürlich gewählt worden sind und alles seine Daseinsberechtigung hat. Und wie ihr jetzt schon wisst, wenn ihr noch mehr Geheimnisse gelüftet haben wollt, dann folgt mir gerne. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bestimmt im nächsten Video oder Stream wieder.